Und jetzt machen wir das als Startbild. In der Perla Marina sind wir hier und wir gehen jetzt ungelogen, ach, da steht ja die Gerudi. Genau. Wir gehen jetzt definitiv die geilste Pizza essen, die es definitiv jemals, jemals, jemals gegeben hat. Jeder, der die Pizza bis jetzt gegessen hat, sagt, es ist die beste Pizza, die er jemals gegessen hat. Egal ob in Italien und vor allen Dingen auch in Deutschland. Ja, Rudi, ist in Ordnung. Und hier bin ich und wir gehen jetzt Pizza essen. Bis später. Ciao. So, und genau so muss ein richtiger Cuba Libre aussehen. Jawoll. Und auch ordentlich große Gläser, ne? Nicht so eine Kindergläser, wie es sonst meistens irgendwo gibt. Und das ist der Ausblick, den wir hier hin haben. Sieht das geil aus? Ja, wa? Wow. Ja, die Uhrzeit, wo wir hier sind, um 7 ist noch nicht allzu viel los. Ich gehe mal ganz kurz mit euch den Ofen angucken. Das ist der Ofen, in dem sie gemacht werden. Genau, guckt euch das an. Geil, oder? Geil. Irre. Und hier werden jetzt genau... Das sieht aus, als ob das der Thunfisch ist für Rudi. Der jetzt da gerade aus der Thunfischdose rauskommt. Da werden die Pizzen jetzt gemacht. Die wir jetzt gleich essen. Richtig zünftig. Total geil. Sag mal hallo. Bist trocken. Ja, man sieht's. Okay. Alleine so der Beginn. Guckt euch das an. Four Cheese. Ah, hört ihr das? Direkt frisch aus dem Ofen. Übrigens ganz witzig. Da ist übrigens der Holzstahlscheit sozusagen, oder wo sie die Holzscheite aufbewahren, die sie dann benutzen für den direkten Ofen. Ne? Cool, oder? Sieht urig aus. Geil. So, und jetzt geht's ans Essen.